Willkommen zurück. Wir befinden uns im Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen und im Fenster Grenzwert. Was du bereits wissen solltest, ist, was der Grenzwert einer Folge ist. Und wir wollen uns jetzt ein Beispiel anschauen, wo wir für ein gegebenes Epsilon ein dazugehöriges n finden. So, wir haben schon die Folge 1 durch n gesehen. Das ist die Folge mit erstem Glied 1, zweitem Glied 1/2, drittem Glied 1/3 und so weiter. Und wir haben gesagt, dass der Grenzwert dieser Folge 0 sein sollte, weil die Folgenglieder immer näher und näher an 0 heranrücken. Und jetzt wissen wir mittlerweile auch genau, was das bedeutet. Der Grenzwert dieser Folge ist 0, wenn es für jedes noch so kleine positive Epsilon eine natürliche Zahl n gibt, sodass ab dem n-ten Folgenglied alle nachfolgenden Folgenglieder in der Epsilon-Umgebung von 0 liegen. Zum Beispiel, wenn ich Epsilon gleich 1 nehme, dann sehen wir, dass das zweite Folgenglied kleiner als 1 ist. Das zweite Folgenglied ist 1/2 und alle nachfolgenden Folgenglieder sind noch kleiner. Das bedeutet, dass wir hier n gleich 2 nehmen können oder auch ein beliebiges größeres n. Schauen wir uns jetzt mal an, was passiert, wenn uns jemand ein noch kleineres Epsilon gibt. Zum Beispiel Epsilon gleich 0,15. Was wir jetzt finden möchten, ist eine natürliche Zahl n, sodass ab dem n-ten Folgenglied alle Folgenglieder innerhalb der Epsilon-Umgebung von 0 liegen für Epsilon gleich 0,15. Das bedeutet, dass es genügt, ein n zu finden, sodass 1 durch n, das ist das n-te Folgenglied, kleiner als 0,15 ist. Wenn 1 durch n kleiner als 0,15 ist, dann bedeutet das, dass das n-te Folgenglied in der Epsilon-Umgebung von 0 für Epsilon gleich 0,15 liegt. Und dann liegen dort auch alle nachfolgenden Folgenglieder automatisch, weil wenn ich n größer mache, dann ist 1 durch n kleiner. Das bedeutet, alle nachfolgenden Folgenglieder sind noch kleiner und daher auch kleiner als 0,15. Um so ein n zu finden, können wir statt 0,15 15 durch 100 schreiben und dann multiplizieren wir die Ungleichung mit n und mit 100 und wir bekommen, dass 100 kleiner sein muss als 15 mal n. Wenn ich dann noch durch 15 dividiere, das ist eine positive Zahl, also ändert sich das Ungleichheitszeichen nicht. Und wir bekommen, 100 durch 15 muss kleiner sein als n. Und 100 durch 15, das ist eine Zahl zwischen 6 und 7, 6,6 und so weiter. Und das bedeutet, dass die erste natürliche Zahl, die das erfüllt, die Zahl 7 ist. Und somit haben wir das ab dem 7. Folgenglied liegen alle nachfolgenden Folgenglieder in der Epsilon-Umgebung von 0 für Epsilon gleich 0,15. Wenn wir uns das nochmal anschauen, wir haben hier Epsilon gleich 0,15, das ist 15 durch 100.
Und hier haben wir 100 durch 15. Das ist der Kehrwert von unserem Epsilon. Und das funktioniert für jedes Epsilon. Im Allgemeinen haben wir, dass für n größer als 1 durch Epsilon haben wir 0 ist kleiner als 1 durch n ist kleiner als Epsilon.